Sie schwärmen heute noch von zwei Unentschieden, die sie in den 70er Jahren gegen Neapel und Turin erzielen konnten. Nach 4 Minuten Kohler gegen Gogic. Und der Jugoslawe erzielt das 1:0 für Apoel Nicosia. Unglaublich. Überschwappende Begeisterung im Stadion. Schauen Sie auf Jürgen Kohler. Lässt sich düpieren von Gogic. Einem Schlitzohr. Scheuer rutscht aus. Was macht der so weit vor dem Tor? Aber dennoch für mich die Hauptschuld bei Jürgen Kohler. 1:0 für Nicosia. Dann Sternkopf. Bei den Spitzen des FC Bayern. Minute Gogic gegen Kohler. Kohler von allen weltmeisterlichen Geistern verlassen am heutigen Abend. Petrosian. Und der 19-jährige Scheuer. Und Kohler fast wieder ausgetrickst. Unverändert die Mannschaftsformation der Bayern in der zweiten Halbzeit. Wohlfahrt mit der ersten Chance. Und Keeper Marangos. Dorfner. Nicht im Abseits Laudrup. Und alle dachten, dies sei wenigstens das Ausgleichstor. Nach knapp 20 Minuten der zweiten Halbzeit. Aber Schiedsrichter Petrescu entschied auf Foulspiel von Laudrup. In der Zeitlupe für mich eher kein Foul. Aber was soll's, der Treffer nicht anerkannt. Es blieb beim 1:0. McInally. Sehr einsatzfreudig wirkend. Gut gespielt auf Reuter. Und Stefan Reuters beste Szene. Ausgleichstreffer 1:1. McInally, zweifellos nach dieser Vorarbeit und einigen weiteren guten Ansätzen wieder bessere Karten bei Jupp Heynckes besitzend. Reuters Ausgleich frech und unbekümmert spielend. Die Mannschaft von Apoel Nicosia, Petrosian, Panzaras. Und fast hätte er das Tor demontiert. Führungstreffer für Apoel Nicosia. Panzaras, Kapitän, jüngster Mann aus der Familiendynastie. Der älteste Bruder, der berühmteste Fußballer aus der Familie. Früher Beckenbauer Zyperns genannt, mittlerweile Co-Trainer. Nicht im Abseits, Panzaras. Und erneut der weiß Gott nicht unverdiente Führungstreffer für Apoel Nicosia. Und in diesem Stile ging es weiter. Wieder Panzaras. Petrosian, Reuter in Respektabstand. Dicke Möglichkeit zum 3:1 für die Zyprioten. Stefan Reuter, Dorfner Strunz, Laudrup. Herrlich gespielt, McInally. Und knapp 3 Minuten vor dem Ende des Spiels, Ausgleichstreffer 2:2. Ein schönes Tor. Großartige Vorarbeit des blendenden Technikers Laudrup. Und McInally. Endlich einmal wieder Torschütze. Letzte Aktion. Freistoß Augenthaler. Strunz. Und tatsächlich noch das insgesamt schmeichelhafte 3:2 für den FC Bayern. Buchstäblich in allerletzter Minute. Durch Thomas Strunz. Die Zyprioten haben ein hervorragendes Match geliefert. Die Bayern eines aus der berühmten Weinheim-Serie. Die Österreicher allerdings können sich spöttische Retourkutschen aufgrund des Ergebnisses ersparen. Zurück zu Volker Kottkamp.